Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge gerade eben in Thüringen. Wir machen weiter mit Bäume fällen. Die Felder sind soweit fertig. Im Grunde warten wir jetzt aber nächste Wachstufe. Hier war sie erntereif. Was glaube ich noch nicht der Fall sein wird. Aber so ein guter Mut ist. Das wird schon werden, ne? Im Grunde brauchen wir den Regen. Das wäre sicherlich von Vorteil. Ein bisschen feuchter werden würde. Aber das kann auch noch werden, ne? Ja, die hohe Kante hier, ich kratze fest. Der Waldboden ein bisschen tiefer wie die Straße. Aber gut, stört ja weniger in dem Augenblick. Ohne finanzieren wir uns aktuell die nächste Aussaat und die Kosten für den Kredit. Und wahrscheinlich noch Maschinen oder Geräte fürs Gras ernten. Ich überlege, ob wir uns da, wenn uns die Zeit ausgeht, auf den jetzigen Flächen, wo wir jetzt Gerst drauf haben und Raps und Sonnenblumen, noch einmal Gras aussehen und zum Herbstende nochmal zu ernten. Und wenn er sich dann noch ausgeht, die nächste Frucht ausbringen. Aber das ist noch nicht so weit, da machen wir noch keine Gedanken machen deswegen. Aber nur die grobe Richtung, so habe ich das vor. Um möglichst viel rauszuholen. Nicht gebremst, ne? Aber Tiere haben wir noch nicht. Ich denke mal, da wird das Geld noch nicht reichen für. Weil Ställe bauen. Futterversorgung sicherstellen, auch vom Winter entsprechend. Sollten wir zumindest eine Schafe haben, Heu haben. Und das ist noch nicht so. Das schaffen wir im Herbst nicht, das trocknet im Herbst schlecht. Aber wir werden mal Bäume verkaufen. Aber was anderes, ne? Abwechslung. Leider haben wir nur zwei, das eine. So. LKW.
Hier ist, ja genau, hier ist der LKW und da können wir gleich den Anhänger ranhängen. Repariert. Müssen wir entsprechend abhängen. Ja, ich wollte abhängen und bin verkehrt Taste gedrückt. Naja, gut. Aber Gras ist sehr gut gewachsen, würde sich also Sommer anfangen, ist das erste Mal Gras mähen optimal möglich. Wenn wir hier lang fahren, da es ein bisschen sehr tief geht hier. Die beiden Geräte brauchen auch noch entsprechend Unterstand. Hänger auch. Aber da muss man mal sehen, da muss man mal ein Kleingeld einsparen. Bisschen. Tja, kahle Stelle. So komisch. Entschuldigung. Oh, oh, bin ich hochgefahren. Kann ich mal Straße fahren. Schon etliche Gefahren, ne? So. Mal wieder abladen. Y. 11 Meter. Macht die Hälfte, 5,5. Kriegen wir noch hin. B. Passt perfekt. 12 würde auch aufpassen. Ja, den Rest auch noch auf. Diese beiden fahren die meistens ein bisschen mehr nach hinten. Passt eh. Jetzt wird's gefährlich. Nur mal kurz wieder abladen. Ich hole immer die unteren zuerst. Gut. So, habe ich jetzt ausgeschaltet. Rückwärts fahren. Da sollten wir ganz gut hochkommen, wenn wir da an den Stuppen vorbeikommen. Also muss da. Mal wir jetzt verdienen, ne? Oh. Seh was. Einmal zum Sägewerk fahren. Kann man schon schön sehen, ne? Bei den Lagerhallen und der Stände dafür und die schöne Schöner Silo.
Hoffe, die Lautstärke passt. Noch nicht so einfach. Die sind ja gefährlich, weil es ein bisschen abschüssig ist. Ungünstiger Winkel zum Fahren. Mit schon schweren Lasten, die wir haben. Ups. Immer war gewesen. So, angekommen. Ah, 8.000, 2 haben wir noch. Gut 40.000. Locker 40, gut. Wenn wir auch brauchen noch Geld. Wenn wir mehr wegkaufen wollen, brauchen wir mindestens 2. Muss ja vorwärts gehen, ne? Wenn wir gleich mal den Fruchtplaner eintecken. So. Alt ist. Ne, doch nicht. Da. Wir haben drin, was haben wir drin? Dann kommt Gras. Wieder Weizen und Gerste wäre Blödsinn, Anführungszeichen. Mais bringt es ja hoch. Ja, so viel Mais wäre auch Blödsinn. Nehmen wir ruhig mal Hafer, haben wir noch nicht gehabt. Baumwolle wäre Blödsinn, Raps hätten wir dann auch noch nicht. Als 1,4 nach Gras. Lassen wir Weizen. Und hier nach Gras kommt dann ganz schlecht. Bei Weizen ist schlecht. Gerste. Ja, gut, okay. Gerste. Das könnte man ja noch theoretisch im Herbst auch sehen. Und das im Herbst und das im Frühjahr. Wäre vielleicht sogar sinnvoll, weil das könnte sein, dass spät die Ernte kommt und Gras im Frühjahr hätten können. Und dann hätte man genug Zeit zum Mais noch. Das ist grobe, grobe Richtung. Also. Weil ich noch nicht genau weiß, wann und alles reif wird. Mal schauen, wie Bäume sind, da hinten irgendwo. So, werden wir gleich mal drehen. Drehen wir nach vorne in der Ecke. Ja. Haben wir noch mehr Holz. Also ein paar Monate später. Wie gesagt, vielleicht können wir noch ein bisschen Geld haben für den Wald. Dann hätten wir was zu tun. Außer im Winter, das ist ja auch wichtig.
kommen wir nicht durch, ne? Versuchen wir aufzuladen von hier. Und den Einwohner noch mitnehmen. Mama ist verfolgt, ne? Etwas, der eine Stamm. Oh. Platz geschaffen. Etwas. Wir sind viel Platz. Ja, verrutscht er wieder. Bisschen macht ja nichts, ne? Ups. Ja, schauen wir mal, ob wir den Rest auch kriegen. Da ja, die paar Stückchen da, ja, gut verrutscht. Warum bald Allrad hier? Oh, 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 oh. Wir müssen aus dieser Schieflage raus. Das war ja aber eng. Haarscharf. Wieder voll beladen, aber wird schwierig, riskant hier. Würde gerne den Nachbarwald kaufen. Dicht am Sägewerk möglichst. Nase juckt. Gefährlich, gefährlich. Das war wieder haarscharf. Das ist oft besser, man kauft die VR Verkaufspunkt und dann kann man da abladen. Oh, oh, eine. Ja, fast 50.000. Noch einer bringt 3248.
So, meine lieben Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ciao.